Das sind die unglaublichsten GTA 5 Wasserrutschen und Achterbahnvideos auf der ganzen Welt. Wir werden heute auf der größten Wasserrutsche mitfahren, die teuerste Achterbahn auf der ganzen Welt sehen und 1000 Kilometer uns nach unten graben. Schau auf jeden Fall bis zum Ende, um das Beste nicht zu verpassen. Los geht's. Oh mein Gott, Leute, wo bin ich denn jetzt hier? Ah, bei der 1 $ Wasserrutsche. Hä? Tails, was warst du denn hier? Okay, und wie soll ich jetzt wissen, welche von den beiden die richtige ist? Also wir sollen anscheinend in einen Pool reinfliegen, Leute. Ich weiß noch nicht, ob wir links oder rechts gehen sollen. Komm, Tails, willst du mir die einfach verraten? Tails, wenn du mich anlügst, dann hau ich dich mit der Taschenlampe. Na gut, okay, Leute, wir gehen auf jeden Fall mal hier die linke Rutsche runter. Wow! Yo! Das ist ja mega cool! Yippie! Yippie! Und die soll jetzt hier anscheinend in den Pool führen, Freunde. Alter, die ist ja richtig cool, ne? Ich hoffe, Tails hat es sich angelogen. Der kleine Bengel, Freunde. Okay, diesen kleinen Spaß lasse ich dir auf jeden Fall durchgehen. Ich meine, er hat gesagt, die nächsten Rutschen sollen anscheinend richtig, richtig krass sein. Deswegen würde ich mal sagen, Leute, wir gehen in den nächsten Rutschen rein. Wow! Und ja, das ist ja wirklich die Rutsche, die in den Pool geht, ne? Ich glaub's ja nicht. Wow! Oh, okay, aber wir haben es trotzdem irgendwie in den Pool geschafft. Also, ich lasse das mal zählen. Ab zur nächsten Rutsche. Wow! Okay, Leute, jetzt sind wir hier anscheinend gerade bei der nächsten Rutsche. Hä? Und ey, wer bist du denn? Ach, Vector, du bist das. Leute, das ist Vector, das Krokodil. Also er hat dir auf jeden Fall jetzt gerade gesagt, dass hier anscheinend das so eine Challenge jetzt eher ist, Leute. Also wir können anscheinend keine falsche Wahl treffen, sondern nur eine richtige. Und Leute, ich weiß nicht, ob ich das Richtige jetzt nehmen soll, links oder rechts. Welche davon könnte einfacher sein? Wir sollen anscheinend unten irgendwo ankommen. Ey, ich kann mich eh nicht entscheiden, welche ich von den beiden nehmen soll, Leute. Sag mal, aua, oh nein, okay, oh Gott. Jetzt rutschen wir. Achtung, schnell hier vorbei. Oh mein Gott, nein, da sind Windräder. Jo, wie tief geht denn das hier? Wie weit sollen wir denn rutschen? Also vor einem Windrad lasse ich mich nicht klein machen, Leute. Jimmy, juhu. Und wir sind wieder drin. Oh, das war knapp, Leute. Oh Gott, hier sind ja mehrere Windräder. Oh mein Gott. Jo, wir rutschen. Oh, jetzt kommt hier auf jeden Fall richtiger Breakdance Franklin. Was machst du denn? Sag mal. Das ist ja, oh mein Gott. Das war ja übertrieben knapp, Freunde. Wir sind gerade fast aus der Rutsche rausgeflogen. Das hätte auch richtig böse... Nein, nein. Oh mein Gott, das hätte auch gerade richtig böse enden können, ne? Oh nein. Jetzt hier, komm schon. Oh, das ist ja übertrieben knapp die ganze Zeit. Und auch hier gerade wieder das eine Ding. Leute, ich glaube, wir schaffen es jetzt, oder? Komm schon. Lass es bitte den ersten Versuch. Ist auf jeden Fall der erste Versuch, Leute. So, Franklin. Und ja, ja, jawohl. Wow. Okay. Wir haben auf jeden Fall schon mal Rutsche Nummer 1 geschafft. Okay, müssen wir jetzt anscheinend nur noch Rutsche Nummer 2 schaffen, oder, Vector? Ein geheimer Knopf? Leute, okay, also anscheinend, wenn wir den Knopf irgendwie, wenn wir da drücken oder irgendwas, kriegen wir wohl 3 extra Leben, Leute. Yippie! Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, ich bin doch viel zu schnell. Warte mal, ist das vorne der Knopf? Okay, drücken. Ich habe ihn gedrückt und... Wow! Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sind in der nächsten Rutsche. Aua. Hä? Das war gar nicht richtig. Ey, wir sind einfach in die nächste Rutsche reingekommen. Oh Gott, Freunde. Okay, ich habe es anscheinend doch jetzt hier geschafft, Leute. Oh mein Gott, wir machen ja übertrieben den Flip. Oh! Nein! Nein, das Windrad. Okay, zweiter Versuch, Leute. Ja. Franklin? Boah, Leute, zum Glück haben wir auf jeden Fall den Knopf gedrückt, weil dadurch haben wir halt extra Leben. Ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall jetzt kein Leben mehr. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Wasserrutsche schaffen. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Freunde! Was? Oha! Und jetzt, da können wir jetzt fliegen, Freunde. Ab geht's zur nächsten Wasserrutsche. Wuhu! Oh mein Gott, Freunde. Jetzt sind wir einfach bei der nächsten Wasserrutsche. Was geht denn? Oh mein Gott, Leute, wie krass sieht das? Oh, wie krass sieht denn das bitte schön aus, Freunde? Das ist ja übertrieben. Hallo, ich verkaufe Limonade für 1 Million und 1 $.
Das ist eine Million Dollar. Das ist ein Dollar. Kannst du die abkaufen, damit ich Geld bekomme? Oh, Freunde, Baby Sonic ist ja richtig süß. Also wir haben einmal Preis eine Million, was? Und Preis ein Dollar, Freunde. Also das Ding ist, die sehen halt nicht irgendwie aus, als ob die jetzt, okay, ein Dollar vielleicht schon, aber eine Million Dollar, Leute. Ich würde sagen, Sonic, ich rutsche erstmal ganz kurz, dann komme ich gleich wieder, okay? Na gut. Dann geht's auf jeden Fall mal rein in die Rutsche. Wow, oh mein Gott, Leute, das war auf jeden Fall echt ein heftiger Sprung. Der tat auch ordentlich weh. Ey, Leute, was denkt ihr? Sollen wir die 1 Million Dollar Limonade abkaufen von dem, also die Zitrone? Oder die 1 Dollar Zitrone, Leute? Was glaubt ihr? Ich bin überlegen, ob ich ihm wirklich 1 Million geben soll. Aber komm schon, jetzt rutschen wir erstmal hier runter, Freunde. Und es war die falsche. Es war die falsche Rutsche. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt zur nächsten Rutsche. Nee, ich warte noch ganz kurz. Hey, Baby Sonic, was ist denn? Was hast du denn? Die Rutschen sind ein bisschen anders. Wenn du sie schaffst, dann gehst du woanders hin. Also wenn du es jetzt schaffst, dann teleportierst du woanders und kannst dir keine Zitrone mehr kaufen. Wollte ich nur so gesagt haben. Ach so, Freunde. Ah, guck mal. Wenn wir jetzt quasi das schaffen und darauf landen, dann spawnen wir, glaube ich, irgendwo anders, Leute, weil es ist ein ganzer Rutschenpark. Okay, pass auf, Sonic. Ich bin heute mal ein bisschen großzügig. Ich würde sagen, wenn die Leute jetzt hier gerade die zuschauen, ein Like und ein Abo da lassen, dann gebe ich dir 1 Million Dollar. Okay, Sonic? Okay. Dann extra für dich hier, Sonic, ein blauer Kanister, alles voll mit 1 Million Dollar, Freunde. Deswegen, oh mein Gott, 1 Million Dollar weniger. Okay, ich hoffe, Leute, dass ihr auch ein Like und ein Abo da gelassen habt. So, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall jetzt hier zur Rutsche, Freunde, und springen! Wuhu! Rein in die Rutsche! Bitte nicht getroffen werden, bitte nicht getroffen werden. Oh, stopp, stopp, nein! Jetzt aber vielleicht, Freunde, wir müssen halt genau da landen, weil dann gehen wir, glaube ich, direkt zur nächsten Stufe. Ja, okay. Warte mal, können wir jetzt hier einfach reingehen und gehen jetzt hier auf die nächste Stufe? Tatsache, oh! Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall anscheinend ganz alleine oben drauf. Warte mal, gelb, schwarz und rot, die Farben erinnern mich an irgendwen. Sag jetzt nicht, hier ist irgendwo die Extra-Rutsche, Freunde, die wir gestern gefunden haben. Nicht, dass sie mich noch verfolgen. Nein, oh mein Gott, Leute, die Extra-Rutsche. Oh Gott, okay, Leute, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier ganz schnell weg. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wie wir die gestern gefunden haben, dann müsst ihr es unbedingt auschecken. Leute, schnell weg hier von der Extra-Rutsche. Ich will auf jeden Fall von der nicht gefressen werden. Das eine Mal war schon schlimm genug. Schon wieder gelb, schwarz, rot. Hä, aber irgendwer war da auch noch gelb, schwarz, rot. Oder täusche mich, Leute. Kann das vielleicht auch sein, dass ich mich einfach nur irre? Okay, die Ex-Rutsche ist immer noch da, aber sie ist zum Glück auf weiter Entfernung, Freunde. Was? Eggman? Und wo ist denn dein Schnurrbart hin? Sehe ich so aus wie der Schnurrbartsammler oder was, Eggman? Das kannst du vergessen. Viel Spaß bei der Rutsche. Oh mein Gott, Leute, wo rutscht er gerade runter? Oh mein Gott, er geht auf die falsche Rutsche, glaube ich, oder, Leute? Oh, da hinten rutscht er, Leute. Oh, schnell wieder Sniper gucken. Oh, da ist der Eggman. Oh, da kann man sein Schnurrbart selber suchen, Leute. Der Schnurrbart-Bummi. Und, ciao, Eggman, haust rein. Oh mein Gott, ey, ich wünschte, ich könnte das mit Dings heute mit der Ex-Rutsche machen. Aber ich traue mich nicht bei der, Leute, die ist immer noch zu krass. Okay, aber vielleicht können wir sogar ein paar Ex-Rutschen aufmachen. Oh mein Gott, vielleicht machen wir es auf jeden Fall mal in den nächsten Folgen. Deswegen lasst gerne mal ein Like da, Leute, und auf jeden Fall abonnieren, um nicht das zu verpassen. Jawohl, oh mein Gott, ey, wo sind wir denn jetzt? Wir sind, glaube ich, noch höher, ne? Wir haben jetzt hier nochmal zwei Rutschen, die wir auswählen können. Und ich glaube, wir müssen da vorne hin, ne? Wir können natürlich auch die Rutsche nehmen. Einfach mal, weil wir Spaß haben wollen, Leute. Ja! Okay, so. Wuhu! Jetzt sind wir in der Rutsche. Ja! Okay, die macht auf jeden Fall schon Spaß. Wir nehmen auf jeden Fall gleich die anderen Leute. Keine Sorge. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe auf jeden Fall jetzt nicht, dass hier gleich irgendwo noch Eggman oder so unten ist, ne? Und der noch da sein Schnurrbart am Suchen ist. Das wäre auf jeden Fall todeswitzig. Aua! Okay, das war schon mal nicht richtig. Oh, Leute. Ist hier irgendwo Eggman? Seht ihr den irgendwo, Leute? Ist da. Da ist Eggman. Ach, Freunde, ey, ist das lustig mit Eggman. Okay, oh Gott, schaffen wir es jetzt vielleicht da vorne auf das andere Grüne hin. Oh mein Gott, wir sind ganz schön schnell, ne? Yippie!
oh mein Gott, ja. Jawohl, oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir mega, mega hoch. Okay, warte mal, ich spring mal ganz kurz hier runter. Oh mein Gott. Ich hoffe, es war die richtige Rutsche, Leute. Ich habe gerade gar nicht geguckt. Ich hätte vorher vielleicht mal gucken sollen, ne, ob das überhaupt die richtige ist. So, Franklin, schön mit dem Gesicht zuerst, ne. Dadurch entstehen erst die ganzen Schönheitssachen. Deswegen, das ist hier gerade meine Schönheits-OP, Freunde. Und, oh nein, oh, das war der falsche Weg, Leute. Ah, Leute, da hinten ist die Gondel, ne. Und wenn wir es schaffen, in diese Gondel reinzugehen, also beziehungsweise reinzufliegen, dann haben wir anscheinend die Dingens, oh Gott, die Weltraumrutsche freigeschaltet. Jawohl, Leute. Und komm schon, yippie. Ja. Nein, wir haben es nicht geschafft, Freunde. Und dadurch kriegen wir nicht die Weltraumrutsche. Wir hatten nur einen Versuch, weil wir den Knopf ja nicht gedrückt haben oder sowas, Leute. Wir besuchen heute die 1-Dollar-Achterbahn versus 1-Million-Dollar-Achterbahn. Und hier können wir wieder schon mal unsere Auswahl treffen zwischen 1 Dollar, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 und 1 Million, Freunde. Ich würde mal sagen, wir fahren direkt mal rein in die 1-Dollar-Achterbahn. Und das soll die sein? Leute, die geht einfach nur ins Wasser. Was soll das denn? Na gut, dann fahren wir jetzt hier mal ganz entspannt an dem Ding lang. Und guck mal, Leute, wie wir uns hier wirklich einhaken. Wie jetzt in so einer Achterbahn, Leute. Und jetzt gehen wir hier rein ins Wasser. Nein! Oh mein Gott. Also das ist ja wirklich eine mega, mega schlechte 1-Dollar-Achterbahn. Ich glaube, deswegen sollten wir uns mal relativ schnell die 10-Dollar-Achterbahn angucken, Leute. Also die 1-Dollar-Achterbahn, ey, die war echt mega, mega schlecht. Vielleicht müssen wir die auch besiegen können oder sowas. Jetzt haben wir hier die 10-Dollar-Achterbahn, Freunde. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Was haben wir denn hier, Leute? Guck mal, haben wir einfach mal jetzt gerade bei der Achterbahn... Oh, weil wir halt 10 Dollar ausgegeben haben, haben wir einfach nochmal so Chips und ein paar Pommes dazu bekommen. Auch nicht schlecht. Dann benutzen wir nochmal jetzt hier die 10-Dollar-Achterbahn. Freunde, das erstmal jetzt hier schön ordentlich rauf. So, einhaken, Leute. Wir sind eingehakt. Und jetzt geht's los in die 10-Dollar-Achterbahn. Wow. Und wir fliegen einfach auf die Straße. Oh, oh mein Gott. Wir sind voll in den Reihen gecrashed. Sir, es tut mir echt... Oh nein, was haben wir gemacht, Leute? Wir haben hier gerade die komplette Autobahn, aua, zerstört. Das war auf jeden Fall schon mal echt nicht so schlechte Achterbahn, Leute. Aber das Ding ist, 1 Dollar und 10 Dollar ist natürlich jetzt nicht besonders krass, ne? Ich glaube, mit 100 Dollar können wir auf jeden Fall schon mal gut anfangen. Und Leute, bleibt auf jeden Fall dran bis zu der 1-Million-Dollar-Achterbahn. Wir fahren mal rein, Freunde, und jetzt sind wir hier in der 100-Dollar-Achterbahn, ne? Und jetzt sind natürlich die Achterbahn schon so gut, dass wir schon ein bisschen mehr Zeit in denen verbringen können. Bedeutet hier, ist jetzt eine Achterbahn, Freunde. Da können wir einfach hochfahren. Wow. Oh nein, warte. Ich fahre wieder zurück. Leute, das ist so eine Achterbahn. Was? Die einfach, kennt ihr die? Die fahren dann so hoch und dann fahren die wieder nach vorne. Und dann fahren die wieder zurück, Leute. Oh, noch ein bisschen. Also nach oben geht es aber, glaube ich, nicht so gut, ne? Oh, 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 wir sind fast oben. Jawohl. Und nochmal ganz kurz zurückgehen jetzt hier. Ey, Leute, ich sag's euch, ne? Die 100-Dollar-Achterbahn. Oh mein Gott, da hinten. Schaut euch mal die anderen an. Die sehen ja richtig, richtig krass aus. Oh mein Gott, was? Ich habe den geheimen Knopf gefunden, Leute, bei der Achterbahn. Guck mal, wie hoch wir jetzt gerade fliegen. Yo, wir fliegen durch die ganze GTA-5-Karte mit unserem Rollercoaster. Ah, oh mein Gott, jetzt bin ich ja aber doof aufgekommen, Leute, weil hier können wir leider nicht fahren. Da fehlen uns natürlich halt ein paar Teile. Ey, Freunde, ich habe gerade probiert, in die 1000-Dollar-Achterbahn reinzugehen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Und wo kommt jetzt bitte schon Huggy Wuggy her? Alles klar, aber wo soll ich den jetzt hier bitte schon suchen, Leute? Dann lass mal hier nach unten gehen und am besten jetzt hier mal irgendwo Chop finden. Aua, aua, aua. Okay, also ich glaube, irgendwo musste, glaube ich, Chop sein, Leute. Ich glaube, mit diesem Gerät können wir Chop aufspüren, Freunde, weil ich habe ja so einen Chip innen reingemacht. Mal gucken. Ah, hier ist gerade noch nicht so, Leute. Hier in die Richtung wird es auf jeden Fall aber auch nicht heißer, von eher kälter. Oh Gott, Chop, wo bist du denn? Oh, Leute, das Signal wird besser. Das Signal wird besser. Das heißt, Chop muss hier jetzt irgendwo sein, Leute. Chop, Chop, wo bist du? Ich suche dich. Habt ihr meinen Hund gesehen? Hast du... Da, Chop, Leute. Oh mein Gott, ey. Komm mal her, kleiner Mann. Ich muss dich jetzt zurückbringen zu Huggy Wuggy. Sonst können wir nicht die 1000-Dollar-Achterbahn freischalten. Alles klar, Chop. Komm schon, wir laufen jetzt. Ich bring dich wieder ganz schnell zurück zu Huggy Wuggy, wo du hingehörst. Weil der passt momentan auf Chop auf. So, Huggy Wuggy, bist du jetzt zufrieden? Du hast Chop zurück. Kann ich jetzt endlich zur 1000-Dollar-Achterbahn? Dann mal Abfahrt in die 1000-Dollar-Achterbahn, Freunde. Was? Okay, also die
Sieht auf jeden Fall schon mal echt richtig krass. Das ist einfach ein kompletter Looping. Und was macht Kissy Missy bitteschön hier, Leute? Echt okay. Oh mein Gott, Leute. Wir müssen echt jetzt probieren, diesen Looping zu schaffen. Ich will echt sehen, was hier Kissy Missy mir einfach schenkt, Leute. So, deswegen hier, wir gehen einfach rein in unseren Rollercoaster. Und werden jetzt hier mal probieren, den Looping zu schaffen, Freunde. So, jetzt hier schön wieder rein und dann... komm schon. Hä? Wir brauchen mehr... Ich glaube, wir brauchen mehr Speed. Kein Problem, Leute. Ich habe zum Glück jetzt hier den etwas heftigen Nitro-Boost noch reingeholt in das Ding. Komm schon. Nein! Das ist auf jeden Fall einer der schwierigeren Challenge, Freunde. Aber das Ding ist, ich bin echt gespannt, was hier Kissy Missy mir schenken möchte. So, wir sind auf jeden Fall gut drin. Ah, nein. Ey, wir brauchen viel mehr Geschwindigkeit, Leute. So, einmal hier zurück auch mit dem Eimer. Und dann, Leute, das Ding ist, da ist halt was im Weg. Aber komm schon jetzt hier. Gut eingehakt, Freunde. Komm schon, ja. Doch, 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 doch. Oh, was? Ey, so knapp. Wir schaffen es aber gleich. Ich hoffe, du glaubst an mich, Kissy Missy. Nee, nee, Freunde. So, pass auf. Ich bin gut eingehakt. Oh mein Gott. Ich bin gut eingehakt. Ich bin gut eingehakt. Wow. Nein. Ey, wir... Wir haben es gerade fast geschafft. Pass auf, Leute. Ich glaube, jetzt schaffen wir es jetzt hier schön. Oh mein Gott, ja. Ja, ja. Den Looping vollenden, Freunde. Yeah. Oh mein Gott, was? Wir haben einfach gerade die 1000-Dollar-Achterbahn geschafft. Ey, was macht denn jetzt PJ Packepiller vor der 10.000-Dollar-Achterbahn, Leute? Muss ich jetzt hier wieder irgendwas machen? Okay, Freunde, dann brauche ich auf jeden Fall den Verwandter. Okay, dann muss ich jetzt irgendwie... Wo ist denn überhaupt Mami Longlegs, Leute? Hallo? Leute, da ist Mami Longlegs und die sollen wir jetzt in die Große verwandeln? Dann würde ich doch mal sagen, mit meinem Atomisierer, Freunde, gehe ich jetzt auf Mami Longlegs und werde sie jetzt in die Große Mami Longlegs verwandeln. In 3, 2, 1 und go! Wow, Leute, was? Oh mein Gott, wir haben einfach Mami Longlegs in riesengroßes Grab verwandelt. Bedeutet das, dass wir jetzt die 10.000-Dollar-Achterbahn frei haben? Und oh, er ist einfach verschwunden, Leute. Wo ist jetzt PJ Packepiller hin? Und Mami Longlegs ist trotzdem noch da. Und ich glaube, die beobachtet uns, Leute. Deswegen gehen wir erstmal ganz schnell hier in die 10.000-Dollar-Achterbahn. Wow, und gut, dass auch direkt schon meine Achterbahn steht, Leute. Ey, wie cool ist das denn? Man kann ja zum Beispiel auch Basketball spielen obendrauf. Aber wir probieren jetzt natürlich jetzt hier die richtig, richtig coole 10.000-Dollar-Eddies. Wow, nein! Also, wie gesagt, wir probieren jetzt natürlich die 10.000-Dollar-Achterbahn zu absolvieren. Und oh mein Gott! Typ mit dem Helikopter, das ist fast gerade in unsere Achterbahn reingecrashed. Und schaut mal ganz da hinten, wie krass werden, bitteschön. Ey, nein, die Achterbahn da vorne, Leute. Oh mein Gott, ich bin echt gespannt, wie die 1-Million-Dollar Achterbahn aussehen wird. Die muss, glaube ich, richtig, richtig heftig sein, Freunde. Und Achtung, wir können jetzt hier runter. Wow, oh mein Gott. Wow, Leute, oh mein Gott, wir sind einfach jetzt zurück hier, ne? Und ey... Jetzt ist einfach vor der 100.000-Dollar Achterbahn. Scary Larry, Leute. Also sag schon, was muss ich machen, um zur 100.000-Dollar Achterbahn zu gelangen? Also ein Jetski werde ich auf jeden Fall auftreiben können, Freunde. Wie viel Geld habe ich denn gerade? Ich habe nur 1 Dollar. Wo soll ich denn bitteschön ein 1-Dollar Jetski finden? Jetskis, Jetskis, ich verkaufe Jetskis für 1 Dollar. Oh mein Gott, Leute, als ob der wirklich für 1 Dollar Jetskis verkauft. Ey, wie viel Glück haben wir denn bitteschön, Leute? Ey, dass wir halt auch echt nur 1 Dollar haben. Und der uns das jetzt einfach für 1 Dollar verkauft. Ja, bitteschön. Okay, Leute, ich habe mir das Jetski kurz auf den Rücken geschnallt und dann bringen wir das auf jeden Fall jetzt mal Scary Larry. So, bitteschön. Bist du zufrieden, Scary Larry? Ich habe dir jetzt dein Jetski gebracht. Kann ich jetzt ehrlich zur 100.000-Dollar Achterbahn? Wow, Freunde, wir sind einfach jetzt hier auf der 100.000-Dollar Achterbahn. Wie krass ist denn das, bitteschön? Guck mal, wir können jetzt hier... Oh Gott, hier sind auch immer so irgendwelche Booster, Freunde. Wow! Oh mein Gott, Freunde, was? Wir sind einfach gerade durch die 100.000-Dollar-Bahn, Achterbahn oder wie sie auch immer heißt, durchgeflogen. Wow, oh, Freunde, jetzt können wir endlich zur 1-Million-Dollar Achterbahn. Wer bist du denn, Baby Longlegs? Aber warum bist du so ein Riesenbaby? Was haben sie mit dir gemacht, Baby Longlegs?
Aber ja, natürlich mache ich das. Ich brauche dafür nur so einen Teleporter, Leute. Jetzt müssen wir am besten so einen Teleporter mal suchen, dass wir den großen Baby Longlegs wieder in einen kleinen Baby Longlegs machen können. Oh Gott, Leute, der Arme passt gar nicht in den Teleporter rein, ne? Guck mal, normalerweise müsste er so da klein drin stehen, aber passt da leider gar nicht rein. Also, ich würde sagen, wir verwandeln jetzt Baby Longlegs wieder in ganz klein. Ich brauche dafür eure Hilfe. Ihr müsst jetzt nämlich auf den Like- und Abo-Button rücken. Und zwar in 3, 2, 1... Go! Wow, Leute, Alter, wir haben es einfach geschafft. Baby Longlegs ist wieder ein kleines Baby, Leute, mit der Macht des Teleporters. Das bedeutet jetzt aber, glaube ich, dass wir jetzt hier hingehen können zu 1 Million Dollar Achterbahn. Und so sieht's aus, Freunde. Jetzt gehen wir zu der 1 Million Dollar Achterbahn. Wir haben jetzt alle durchgemacht. Ihr könnt schon mal in die Kommentare schreiben, welche Achterbahn euch am meisten gefallen hat. Und lasst auf jeden Fall keinen Like da. Und wir gehen jetzt rein in die 1 Million Dollar Achterbahn. Wow, Freunde, Alter, wir sind jetzt hier anscheinend bei der 1 Million Dollar Achterbahn. Wie lang geht die, bitteschön? Wir sind ja sogar da hinten. Oh mein Gott, wie krass das aussieht. Und dann ins Fußballstadion hinten rein. Hier ist anscheinend nur Ausgang, Leute. Deswegen lass uns mal hier lang fahren. Deswegen einhaken. Und dann können wir hier richtig lang brettern, Freunde. Oh mein Gott, wir fahren jetzt hier gerade die 1 Million Dollar Achterbahn. Ich muss ja echt vorsichtig sein, weil die ist echt schwierig. Ist auf jeden Fall nicht so leicht, wie es aussieht, Leute. Aber die 1 Million Achterbahn, die macht da jetzt schon übertrieben viel Spaß. So, pass auf, wir können jetzt hier kurz rumfahren. Und jetzt hier zum letzten. Oh, Freunde, die ist so cool, ne? Und jetzt ist hier der Ausgang. Aber jetzt geht es sogar direkt schon weiter. Wir können jetzt uns nämlich hier direkt einhaken, Leute. Oh mein Gott. Oh, wir sind nicht jetzt immer eingehakt. Jetzt haben wir, oh mein Gott, wir kriegen sogar Boost. Wir kriegen Boost nicht so schnell. Die ist ja echt übertrieben schnell, die Achterbahn, Leute. Okay, jetzt komm schon. Schön ein bisschen jetzt hier weiterfahren mit der. Und dann, oh, jetzt wird's heftig, Leute. Alle anschnallen. Oh mein Gott. Rein in den dicken Looping. Wow, Leute. Wir schaffen den Looping einfach, Alter. Wow, und jetzt sind wir wieder langsamer. Oh, nein. Okay, also hier müssen wir anscheinend ein bisschen schneller rüberfahren, Leute. Ja, okay, sehr gut geschafft. Ey, was ist das für auch eine gefährliche Achterbahn, ne? Oh, jetzt sind wir auf der Geraden, Leute. Jetzt sind wir fast bei dem Ziel von der 1 Million Dollar Achterbahn. Lasst euch mal gerne ein Like da, wenn ihr von sowas mehr sehen wollt. Wow, mein Gott, was denn, Alter? Was ging denn jetzt hier gerade ab? Okay, warte mal. Wir müssen uns einmal ganz kurz wieder in die Schienen reinfinden. So, Leute, und zwar ist das hier der richtige Weg mit den Schienen. Ja, und, oh Gott. Oh Gott. Und ja, wir sind eingehakt, Leute. Wir sind eingehakt und können jetzt hier... Wow! Wow, Alter. Und jetzt sind wir hier in dem mega, mega Looping, Freunde. Der mega Looping von der 1 Million Dollar Achterbahn. Wo endet der, ist halt die Frage, ne? Wo endet der, Leute? Oh! Und jawohl! Oh mein Gott, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben die 1 Million Dollar Achterbahn und die 1 Dollar Achterbahn besiegt. Oh mein Gott, Freunde, was? Wir sind jetzt hier gelandet. Wir müssen uns, glaube ich, extrem weit runtergraben. Ne? Falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt mit dem Escape Room, checkt das unbedingt aus, Leute. Das ist nämlich hier gerade die Fortsetzung, Freunde. Denn wir müssen uns jetzt hier nach unten graben und Sonic retten. Was? Ich muss leider, Leute, es tut mir leid, ich muss Chop hier oben lassen. Ne? Aber das sieht ja hier, Leute, das sieht ja richtig, richtig krass aus, Alter. Okay, ich bin jetzt hier auf jeden Fall gut unterwegs mit meinem Wagen und... Wow, okay, warte mal, das jetzt auf jeden Fall, ey, was, wie tief geht es denn, bitteschön, oh mein Gott, da runter, Freunde, oh, oh, was, oh mein Gott, hey, Moment mal, was ist denn da auf der Plattform, ey, das sind Diamanten, Leute, was, oha, wir müssen nämlich probieren, heute 1 Million Dollar noch zu sammeln, um Sonic quasi unten frei zu kaufen, Freunde, oh mein Gott, Hilfe, ich schleuder zu sehr, warte mal, kann ich in diese Röhre da rein? Oh mein Gott, Leute, wir gehen in diese Röhre rein und... Wow, oh, oh, das ist eine Boost-Röhre. Hä? Wir fliegen durch. Okay, richtig krass. So, mal gucken, wo wir jetzt hier gleich unten landen, Leute. Das sieht nämlich auf jeden Fall nicht gut aus gerade. Oh, oh. Oh! Oh, mein Auto. Ey, ich habe einmal mein Auto verloren, Freunde. Ich bin gerade rausgeflogen. Es ist jetzt irgendwo oben noch drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo lande ich jetzt? Wo lande ich jetzt hier? Nein. Aua. Oh Gott.
Was? Was machst du denn hier, Sonic Infinite? Ich bin auch hier, um Baby Sonic zu retten. Nimm das Auto und fahr weiter. Und vergiss nicht, auf dem Weg Geld einzusammeln. Wir brauchen $1 Million. Okay, du hast recht. Okay, Leute, nehmen wir jetzt hier mal ganz so das Auto. Also ein besseres Auto hätte es mir auch nicht geben können, oder? Einfach hier so ein Trevor-Fahrzeug gefühlt. So, Sonic Infinite, wir sehen uns später. Ey, Freunde, was? Und ich muss jetzt hier irgendwo, Was, wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen, Leute? Hier muss doch irgendwo ein Weg nach unten sein, hä? Ey, Sonic Infinite, weißt du, wo ich lang gehen kann? Ja, und zwar ganz da hinten kannst du durchgehen. Viel Glück. Okay, na gut, Leute. Wir müssen anscheinend da hinten durchgehen. Ich bin jetzt mal gespannt, was hier noch alles kommt, ne? Und wie tief wir uns graben werden. Hä? Und hier soll es jetzt ehrlich... Oh Gott. Oh. Nein. Ich rutsche hier runter, Freunde. Wow, das geht da hier noch viel tiefer. Hä, was? Wo gehen meine München jetzt gerade hin, Freunde? Oh Gott, ey, das wird, glaube ich, gleich gar nicht gut gehen, ne? Bitte komm wenigstens gut auf. Oh mein Gott, gerade so, Freunde. Oh mein Gott, ich verliere die Kontrolle. Oh mein Gott, Leute. Ey, wo sind wir hier gerade? Also jetzt mal ohne Spaß, warum fallen wir jetzt hier... Ey, das geht ja noch tiefer runter. Was? Und wo ist jetzt bitte schon das Geld jetzt? Wir müssen doch irgendwie das Geld finden, Freunde. Oh, vorsichtig. Oh, das ist gerade, Alter, das ist gerade gar nicht gut, Leute. Oh, was? Hä, was ist denn hier? Ist das hier so Ägypten? Oh Gott, okay. Hey, da ist ein BMX, Leute. Nein, sag nicht, wir müssen mit dem BMX weiter runtergehen, oder? Okay, warte, ich gehe kurz aufs BMX drauf, Leute. Hä? Und jetzt müssen wir ehrlich mit dem Fahrrad weiter runterfahren? Sieht echt richtig krass aus hier, Leute. Amy, was machst du denn hier? Ich bin hier, um auch Baby Sonic zu retten. Du musst gleich unten mit Dr. Eggman reden. Der hat nämlich eine Aufgabe für dich. Und nun viel Erfolg, um mit BMX hier runterzukommen. Ja, den Erfolg muss er auf jeden Fall auch brauchen, Leute. Das ist auf jeden Fall mit BMX jetzt hier nicht besonders leicht. Obwohl, ich habe noch hier vielleicht ein paar BMX-Skills auf Lager. So, okay, wir müssen jetzt hier irgendwo runterfahren gerade. Ah, hier müssten wir anscheinend... Okay, warte mal, das heißt, wir müssen jetzt hier... Oh Gott. Yo, wir müssen jetzt hier so eine Rampe runterfahren. Oh nein. Wow, Leute, das sieht gerade... Oh mein Gott. Das hätte auch gerade echt in die Hose gehen können, muss ich sagen. Okay, hier vorne müssen wir anscheinend nochmal hochfahren. Beziehungsweise... Nee, wir müssen da runterfahren, ne? Achtung! Oh mein Gott, nein! Oh, Leute, was? Oh mein Gott, Leute, was ist denn jetzt hier gerade passiert? Hä? Nein, Dr. Eggman, was machst du denn hier? Sag nicht, du bist hier, um Hotdogs zu verkaufen. Siehst du aus, als würde ich Hotdogs verkaufen, oder was? Ich habe eine Aufgabe für dich. Du musst es schaffen, über diese dünne Schnur zu gehen, um $250.000 am Ende hier einzusammeln. Wenn du das nicht schaffst, werde ich dich mit meinen beiden Hotdogs bewerfen. Okay, na gut. Oh, Leute, wir müssen jetzt... Oh, wir müssen jetzt hier einfach über diese Schnur rübergehen. Aber guck mal, bitteschön, wie dünn die ist, ne? Wie soll man denn das bitteschön schaffen? Aber das Ding ist, glaub, wenn wir das Geld bekommen, ist er freundlich und er lässt uns dann, da, glaube ich, Hotdogs essen mit dem zusammen, Leute. Okay, ich will so auf jeden Fall hier die $250.000 erreichen, denn uns fehlen nämlich noch gerade $1 Million. Jetzt gehen wir ganz vorsichtig rüber, Freunde. Oh, ey, das ist gerade echt, oh mein Gott, Leute, das ist echt ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Aber wir sind gerade schon mal zur Hälfte drüben, ey, es ist so dünn, Leute. Das ist so ein kleines, enges Seil. Oh, ich gehe ein bisschen schneller. Oh, Freunde. Oh, komm schon. Und ja, Freunde, sehr gut. Oh mein Gott, jetzt haben wir $250.000. Okay, warte, Eggman. Ich komme wieder zurück und dann können wir zusammen die beiden Hotdogs essen, okay? Bist du damit zu... Au, ich hänge. Nein, Freunde, oh mein Gott, ich falle schon wieder runter. Oh, wo geht's jetzt hin? Was ist denn jetzt da vorne? Und was ist hier? Leute, steht da jemand? Ist da ein Auto? Oh, warte mal, ich liebe mal ganz schnell zum Auto, Leute. Meine Knie. Oh, was? Knuckles? Ja, ich bin hier, um dir zu helfen. Ich habe ganz hinten ganz viel Geld versteckt. Du musst probieren, diesen heftigen Parcours zu absolvieren, um nochmal $250.000 zu bekommen. Viel Glück. Okay, na gut. Soll ich das mit Auto machen, Leute? Ich glaube, es ist eher so ein Zu-Fuß-Ding, oder nicht? Ich glaube, ich laufe das Ganze mal lieber... Oh mein Gott, zu Fuß. Ich glaube, das Auto ist eher, um danach... Oh mein Gott, wieder weiterzufahren. Oh mein Gott, die Sprünge. Die Sprünge werden hier immer schwieriger. So, dann müssen wir jetzt hier anscheinend über die ganzen Steine rüber, Leute. Also bis jetzt, das geht ja auf jeden Fall noch klar, ne? Das ist auf jeden Fall jetzt nicht so schwer. So, jetzt, oh mein Gott. Oh Gott, was sind denn jetzt hier für Sprünge? Oh, Leute, ich bin fast gerade durchs Loch gefallen. So, jetzt hier schön rüberspringen, Freunde.
Zack. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir haben es fast geschafft. Da sind die Goldbarren, Freunde. Die bringen uns anscheinend noch richtig viel Geld, ne? Nochmal 250.000 Dollar oder so, ne? Oh, Leute, da haben wir sogar schon mal die Hälfte des Geldes, damit wir nachher Sonic anscheinend unten freikaufen können. Ey, Leute, es ist echt kein leichter Parcours, muss ich sagen. So, kurz hier Fallschirm abnehmen. Und jetzt, ja, und einsammeln. Oh, hohoho. Ey, wir haben jetzt einfach was? 500.000 von 1 Million Dollar, Freunde. Ich muss jetzt hier ganz nochmal schnell zurückgehen. Das mache ich jetzt und dann fahren wir mit dem Auto mal runter, Freunde. Und letzter Sprung. Wow, okay. Ja, Knuckles, ich würde sagen, hau mal rein, ne? Ich fahre jetzt hier mit dem Auto runter. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Juhu. Warte mal, wo fahre ich denn jetzt hin, Leute? Wo lande ich denn jetzt hier, bitteschön? Oh, hier ist irgend so ein... Was? Hier ist irgend so ein Haus und... Hey, warum lebt denn jede Kuh außer die eine da? Und was macht denn Bunny Rabbit da, Leute? Oh mein Gott, was? Wie du gerade gesehen hast, ist die einzige Kuh da. Sie liegt leider am Sterben und du musst ihr helfen. Irgendwo hinter dem Haus habe ich Geld noch liegen. Ich brauche 50.000 Dollar, um die Kuh wieder zu retten. Geh und finde das Geld, damit die Kuh leben kann. Und sag deinen Zuschauern, sie sollen ein Like und ein Abo da lassen. Das wird dir auch helfen. Alles klar, Freunde. Okay, hier soll anscheinend irgendwo Geld versteckt sein, Geld rumliegen. Ich check direkt mal hinter dem Haus ab. Da wird wahrscheinlich schon was liegen, Freunde. Mal gucken und... Oh ja, Tatsache! Einsammeln und einsammeln! Das waren gerade mal 50.000 Dollar, Leute? Muss hier noch irgendwo mehr Geld rumliegen? Vielleicht ist hier hinter noch irgendwas versteckt? Ne, hier ist gerade kein Geld mehr, ne? Oh, hier aber noch, Leute, ein richtig dicker Haufen! Okay, den sammle ich auch mal ganz kurz ein hier. Zack, okay, und oh, jetzt haben wir 100.000 Dollar insgesamt bekommen. Jetzt haben wir schon 600.000 Dollar. Ich muss aber leider 50.000 Dollar abgeben, Leute. Was heißt leider? Es ist für die Kuh. So, bitte sehr, hier sind 50.000 Dollar drin. Ich hoffe, du kannst der Kuh jetzt auf jeden Fall helfen. Ja, auf jeden Fall. Danke für deine Hilfe. Und auch danke an deine Zuschauer für das Like und Abo. Ja, ja, kein Problem, Leute. Oh, die Kuh lebt wieder, Leute. Hashtag für die Kuh. Dankeschön, dass ihr es gemacht habt. Okay, warte mal. Das heißt, wir haben jetzt 550.000 Dollar. Aber wo sollen wir jetzt bitteschön fast doch eine 500.000 herbekommen? Vor allem mit hier mit diesen komischen Dosen im Weg. Oh, Achtung. Oh, Leute. Was, wo fliegen wir denn jetzt hin? Oh, das geht jetzt, glaube ich, richtig tief nochmal hier runter. Wie gesagt, ne, fast 1000 Kilometer. Oh mein Gott, hier sind einfach so irgendwelche komischen Röhren. Oh, Leute, das wird, glaube ich, gar nicht gut gehen. Achtung! Oh, was? Wir fliegen durch die Röhren zum Glück. Ey, wir kriegen dadurch Boost. Hä? Was ist denn da unten, Leute? Seht ihr da irgendwas? Ich sehe da auf jeden Fall was. Was ist denn da unten? Au! Baby Longlegs, was machst du denn hier? Okay. Danke für den Tipp, Baby Longlegs. Gut, dann müsst ihr jetzt hier anscheinend runterdüsen, Freunde. Und auf jeden Fall, oh Gott, den richtigen Weg auswählen, welches Geld wieder nehmen. Aber ich kann es mir gerade doch gar nicht vorstellen. Oh Gott, Leute. Nein. Ey, so muss mein Auto jetzt hier nicht auseinanderfallen. Das wäre auf jeden Fall jetzt gerade mein größtes Problem, wenn mein Auto jetzt hier auseinanderfällt. Oh, ich sehe es gerade. Ich muss rausspringen. Oh mein Gott, was? Hä? Wir haben hier PJ Packepiller mit ganz viel Geld. Und was? Schon wieder Sonic Infinite? Aber der kann doch nicht echt sein. Der war doch oben, Leute. Ich rede mal mit dem, okay? Ich rede mal ganz kurz. Warte mal, ist da nicht... Ist hier nicht sowieso... Da ist doch ein bisschen mehr Geld, oder nicht? Ich frag den mal ganz kurz. Hallo, vertrau mir. Ich habe ganz viel Geld für dich. Leute, das sagt mir jetzt auf jeden Fall gerade nicht wirklich zu, ne? Ich glaube, ich rede nochmal mit PJ Packepiller. Mal gucken, ob der vielleicht irgendwie eine bessere Antwort hat. Oh, Leute, nehmen wir echt die 200.000 Dollar von ihm an? Ich würde sagen... Wenn das 200.000 Dollar sind, dann nehmen wir es auf jeden Fall an, Leute. Okay. Wow, oh mein Gott, wir haben echt 200.000 Dollar bekommen. Jetzt haben wir... Uns fehlen nur noch 250.000 Dollar, Freunde. Okay, PJ Parkepiller. Sonic war blöd. Wir hauen jetzt hier ab, Leute, schnell. Und zwar... Was? Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier ist einfach da unten ist eine Wasserrutsche, Freunde. Hä? Wie krass ist das denn? Okay, warte mal. Das heißt, wir werden jetzt mal ganz kurz hier vorsichtig... Ich glaube, ich hole diesmal auch mit Fallschirm mal landen jetzt hier, Leute. So, vorsichtig hier mit Fallschirm. Bloß nichts. Aua, ich bin voll gegen die Wand geflogen. Okay, warte mal. Was ist denn? Hallöchen, was ist denn hier los, Leute? Hä? Huggy Mami und Huggy Legs? Was ist denn das jetzt hier, Leute? Oder Wuggy Legs?
Mit wem soll ich denn jetzt hier am besten reden? Was, Leute? Wir müssen uns echt jetzt für die richtige Rutsche entscheiden, ne? Wenn wir jetzt die falsche nehmen, kriegen wir nur 0 Dollar und können Sonic, Baby Sonic nicht retten. Okay, was mache ich denn jetzt am besten? Ich würde sagen, Versuchskaninchen. Okay, los, rutsch runter. Wow. Okay, wir müssen das Ganze beobachten, Freunde. Ich muss hingucken. Und sieht das richtig aus? Oh Gott, wo fliegt der denn hin, Leute? Ich glaube, das war... Nee, oder? Nee, er ist im Boot gelandet. Okay, mal gucken, wie das aussieht bei dem, Leute. Okay, und runter mit dir. Oh Gott. Okay, er rutscht jetzt auch. Ich glaube, ich muss da sowieso hinterher, Freunde. Das heißt, wir gehen jetzt hinterher. Und ich glaube, das ist die 250.000 Dollar Rutsche, ne? Wenn das ja auf jeden Fall der Fall ist, das wäre echt... Oh Gott, ich darf ja auch nicht rausfallen jetzt, ne? Ich bin anscheinend hier ein bisschen zu schnell gerade unterwegs. Oh, Vorsicht. Oh mein Gott, nicht rausfallen. Ey, warum bist du denn so schnell, Franklin? Hör auf. Oh... Oh Gott, ja. Jawohl. Okay, halb so wild. Das war nur ein kleiner Kratzer. Wo sind die hin? Der ist auf dem Boot gelandet. Wir haben es, glaube ich... wir müssen jetzt hier noch an dem Feuer vorbei, Freunde. Schnell hier ausweichen. Bloß nicht keine Coca-Cola-Dinger berühren. Und jetzt nochmal hier durchs Feuer fliegen, Freunde. Jetzt am besten nicht das Feuer berühren, Leute. Ich habe das Feuer berührt. Oh Gott. Wo sind wir denn jetzt hier unten? Was ist denn hier los? Wo bin ich? Hey, hier ist mein Auto, Leute. Hä? Sehe ich da ganz hinten gerade Sonic? Oh, Freunde, wir haben Baby Sonic geholt. Da ist er doch. Jetzt können wir ihn einfach so mitnehmen, ohne Geld zu zahlen. Ich dachte, wir brauchen kein Geld zahlen, Freunde. Was ist denn jetzt los? Okay, na gut, Leute, dann geben wir jetzt mal ganz kurz die 1 Million Dollar und zack, okay, sehr gut, los, komm, Baby Sonic, du bist frei, wir können jetzt einen richtig coolen Tag verbringen, Leute. Ich habe eine geheime Tür an Franklins Haus gefunden, du wirst nicht glauben, wo sie hinführen wird. Mann, irgendwas hat heute Nacht richtig laut gekleppert draußen, ne, ich muss mal ganz kurz nachgucken, ich wollte heute eigentlich ein richtig cooles Video mit euch machen, draußen ein bisschen Los Santos angucken, aber Leute, ich konnte gar nicht richtig schlafen. Ich wusste gar nicht, was abging. Lass uns mal abchecken, ob hier irgendwas sich im Garten verändert hat oder so, Leute. Und was? Hier ist einfach eine geheime Tür jetzt gemacht worden. Also deswegen war das anscheinend die ganze Nacht so laut. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Tür rein, Leute. Ihr müsst mir dabei helfen, reinzugehen. Und zwar müsst ihr jetzt ein Like da lassen bei 3, 2, 1. Yo! Was? Wo bin ich denn jetzt raus? Hä? Leute, da ist die Tür, wo wir gerade eben erst reingegangen sind. Jetzt sind wir hier einfach... Was? Wo sind wir denn hier, bitteschön? Was macht Tails denn da vorne? Nee, oder Leute? Ich glaube, ich sehe hier... Oh mein Gott, das sind zwei Wasserrutschen. Na, jetzt muss ich natürlich wieder Tails fragen, welche Wasserrutsche wir zuerst reingehen sollen. Ich glaube, er sagt ja immer irgendwie links, aber ich kann ihm nicht so wirklich trauen. So, Tails, welche Wasserrutsche soll ich zuerst nehmen? Ich würde die linke nehmen. Die linke ist besser, ja? Ich konnte letztes Mal Tails auch nicht wirklich trauen, Freunde. Nicht bei der Wasserrutsche, nicht bei den Türen. Aber ich würde sagen, wir gehen... Leute, komm, wir gehen trotzdem mal links. Mal gucken, was Tails hier... Wow! Ey, oh mein Gott! Was? Yo, wo sind wir überhaupt gerade, Leute? Ich weiß nicht, was da unten sich bei der Wasserrutsche befinden soll. Aber anscheinend gibt es hier sogar zwei verschiedene Wege. Yo, wir sind einfach in so einer Geheimwasserrutsche, die sich unter Franklins Haus befindet. Oh Gott. Oh Gott. Yo. Wow, was? Was geht denn jetzt hier ab, Leute? Das sieht ja übertrieben cool aus. Oh, hey, Franklin. Oh Gott, der Stein. Was? Wo sind wir denn jetzt hier gestoppt? Guckt euch mal bitte schön das hier an, Freunde. Wo sind wir denn hier bitte schön? Muss ich jetzt hier links oder rechts weitergehen? Ich würde mal sagen, ich springe mal ganz kurz hier links weiter. Aber wir können hier auf jeden Fall noch ordentlich die Wasserrutschen runterrutschen und hier anscheinend jedes Geheimnis lüften. Oh, was sich in der Unterwelt von Franklin befindet. Oh, Leute, jetzt bin ich aber... Hallo, wie lang rutschen wir denn? Ich glaube, es ist hier die falsche, oder? Wow, aua. Alter, Leute. Wie cool sieht das denn aus? Wow. Was? Oh Gott. Oh Gott, das schaffen wir doch niemals. Das schaffen wir doch. Nein. Oh.
Und anscheinend müssen wir hier in diesem Pool landen, Leute. Also ich bin mir ja nicht sicher, Tails, ob das eine gute Wasserrutsche war. Also die linke war auf jeden Fall schon echt verrückt. Ich würde mal sagen, wir checken mal ganz kurz die rechte aus. Also wir müssen auf jeden Fall noch die linke schaffen, Leute. Aber die war mir gerade echt ein bisschen zu gefährlich. Mal gucken, was ich hier... bei der rechten Wasserrutsche befindet. Oh Gott, die macht ja direkt schon vorne so einen Flip, glaube ich, Leute. Oh nein! Wow! Oh Gott! Ah, Hilfe, Franklin! Ah, das sieht gar nicht gut aus! Oh! Wo bin ich denn jetzt hier gelandet, Leute? Das sieht ja richtig crazy. Was? Eggman? Ah, wo ist denn bloß mein Bart? Ich kann mein Bart nicht finden. Der muss doch hier irgendwo sein. Leute, okay, ich glaube, wir können nachher mal probieren, den Bart noch von Eggman zu finden. Oh Gott, kann ich hier auf irgendeine Wasserrutsche weitergehen? Oh, nee, ich glaube, ich muss ganz kurz wieder nach oben gehen, Leute. Oh, was? Man kann sogar weggeboostet werden. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen auf jeden Fall jetzt hier wieder in die linke Wasserrutsche, Freunde. Das wäre auf jeden Fall besser. Was ist denn? Hä, Leute, da ist so eine geheime Treppe und da ist Siren Head Sonic. Okay, ich würde sagen, das Ganze checken wir mal später aus, was sich da oben findet. Wahrscheinlich irgendwie so eine, weiß ich nicht, gruselige Sache. Oh Gott, wir müssen jetzt auf jeden Fall erst probieren, diese Wasserrutsche hier zu schaffen, Leute. Und zwar in diesen Pool dann reinzukommen, weil da kriegen wir dann anscheinend richtig viel Geld. Yo, ich sag's euch, diese Wasserrutschen sind so cool, ne? Wir haben ja schon auch diese eine Wasserrutsche ausprobiert hier, diese 1 Dollar versus 1 Million Dollar Wasserrutsche. Wow, ey, das kann doch nicht sein, hey. So, jetzt aber bitteschön hier. Ah, okay, Leute. Also eben sind wir auf jeden Fall nicht reingeflogen. Jetzt zweiter Versuch. Hä? Hier fliegen so, ja sogar Möwen drin. Aua. Ey, was? Wo hänge ich denn jetzt mit meinem Bein? Hilfe. Die linke Wasserrutsche ist auf jeden Fall nicht ganz leicht, muss ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir sie schaffen und danach halt erst die rechte nutzen, Leute. Oh Gott, Franklin. Kann ich sogar dabei schießen? Piu, Rodeo, Leute. Aber ich glaube, ich nehme die Waffe lieber weg, ne? Sonst wird es auf jeden Fall, glaube ich, noch ein Problem geben. Ah, oh Gott, okay, bis jetzt. Soweit alles gut, Leute. Können wir jetzt hier vorne... Oh Gott, flieg rüber, Franklin! Ja! Oh Gott, ich bin abgebaut von dem einen Ding. Oh, Leute, wo geht's jetzt hin? Und was ist überhaupt bei der linken Wasserrutsche jetzt hier gerade? Oh nein. Au. Ey, Hilfe! Was in die Wasserrutsche? Au, ey, Leute, wo sind wir hier, bitteschön? Franklin. Ich glaube, du willst mir doch veräppeln, Tails. Ich glaube, soll ich mal die rechte ausprobieren? Ja, die rechte ist auch gut. Dann mal rein in die rechte, Freunde, weil wenn wir es schaffen, anscheinend beide Wasserrutschen zu bekommen, Leute, also quasi in diesem Pool dann zu fliegen. Wow. Oh Gott, das war jetzt richtig gut. Ich glaube, jetzt haben wir einen richtig guten Run, Leute, für die rechte Wasserrutsche. Oh, Franklin, pass auf. Yo, ich bin übertrieben schnell. Oh Gott, Leute, wir sind auf jeden Fall echt gerade auf einem sehr, sehr guten Weg. Oh Gott, vorsichtig, Franklin. Du musst ganz, ganz vorsichtig sein mit der Pistole gerade. Ich würde damit auf jeden Fall jetzt gerade nichts machen wollen. Aber Leute, ich bin echt gespannt, was sich hier bei der rechten unten befindet. Oh mein Gott, weiter in die nächste Wasserrutsche, Freunde. Wie schnell wir sind. Oh, was? Oh Gott. Franklin! No! Was? Ja, Mann. Wir haben sie... Wow! Okay, warte mal. Wir sind trotzdem in der Nähe vom Pool, Leute. Und oh, wir sind jetzt hier schon mal in dem Pool drin. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele Punkte ihr mir hier geben würdet für die Landung. Also ich würde ja sagen, so wie von eine 10 von 10. Ey, Tails, ich habe auf jeden Fall schon mal die rechte Wasserrutsche geschafft. Ich muss nur die linke schaffen. Kann ich jetzt vielleicht irgendwie schon was bekommen, dass ich vielleicht hochgehen kann zu Siren Head Sonic? Ich gebe dir einen Tipp, wie du die linke schaffst, wenn deine Zuschauer jetzt abonnieren. Leute, ihr habt gehört, drückt jetzt auf den Abo-Button, damit wir einen Tipp bekommen. Ich würde dir empfehlen, die Rutsche nicht allein zu rutschen. Na gut. Dann habe ich mir jetzt hier Baby Sonic geholt, Leute. Wir haben ihn ja auf jeden Fall in der letzten Folge gerettet. Falls ihr es nicht gesehen habt. Hey, Sonic. Baby Sonic, lauf doch nicht weg. Ich glaube, er ist noch sauer, Freunde, weil wir noch nicht einen Tag mit ihm verbracht haben. Also, wenn ihr sehen wollt, wie ich mit Sonic mal einen Tag verbringe, dann lasst jetzt auf jeden Fall mal ein Like da, Freunde. So, Baby Sonic, rein hier in die Rutsche. Oh Gott. Oh, warte. Er rutscht schon. Ich komme hinterher. Keine Sorge, Sonic. Ich komme hinter... Oh Gott, oh, der ist ja richtig schnell. Leute, oh, da vorne, seht ihr Sonic? Ich sehe Sonic. Baby Sonic, hast du Spaß? Ich hoffe, der hat Spaß, Leute. Der ist, glaube ich, jetzt gleich irgendwo in der Nähe. Oh Gott, wir sind immer gut am Rutschen. Baby Sonic, geht's dir gut? Oh mein Gott,
Ist er hier da vorne erst weitergekommen? Oh, genauso wie wir, Leute. Baby Sonic, wo bist du? Wow! Oh mein Gott, rein jetzt hier weiter in die nächste Rutsche. Oh, Baby Sonic, ich sehe dich gar nicht mehr, Leute. Habt ihr Baby Sonic gesehen? Und jetzt, jabadabadu. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh, wichtig, wichtiger Abpraller. Baby Sonic? Ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen, Leute. Oh, wow. Wow, wo sind wir denn jetzt? Jetzt gehen wir in so eine heftige Spirale, glaube ich, rein, ne? Oh, oh. Aufpassen, Leute. Das Ding ist, wenn wir es nicht schaffen, alle Rutschen zu rutschen, können wir halt nie wieder nach Hause. Und wir wollen auch natürlich nach Hause, Leute. Oh, 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 oh Gott. Ganz, ganz knapp, Leute. Baby Sonic. Oh, jetzt nur den Pool treffen. Yeah. Oh Gott. Aber warte mal. Wo ist denn jetzt Baby Sonic hin, Leute? Habt ihr irgendwo Baby Sonic gesehen? Der hat es, glaube ich, nicht geschafft, oder? Baby Sonic, hallo? Ey, Leute, ich habe, glaube ich, einfach Baby Sonic verloren auf dem Weg dahin. Okay, muss ich auf jeden Fall sagen, wo ist denn jetzt Baby Sonic hin, Freunde? Hier, Leute, ich habe ihn gefunden. Okay, Baby Sonic, komm schon, geh mit auf die rechte Wasserrutsche. Die ist nämlich echt, oh Gott, die muss auf jeden Fall auch einmal machen. Oh, Sonic, oh, Baby Sonic, oh, wow, wo ist er hin? Oh, doch, er ist, Alter, der ist gerade mega schnell. Da fliegt er, Leute. Baby Sonic! Okay, warte mal, er schafft es jetzt auch gleich, Leute. Oh, wie fliegt er hoch? Leute, Baby Sonic, ich komme! Ey, das sieht richtig cool aus. Ich bin direkt hinter dir, Baby Sonic, keine Sorge. Ich bin direkt in deiner Nähe. Oh, Leute, gleich werden wir auf jeden Fall auschecken, weil wir jetzt bei der Rutschen geschafft haben. Was sich bei der Treppe verbirgt bei Siren Head Sonic, Leute. Oh Gott. Komm schon. Baby Sonic? Da ist er! Und da fliegt er! Und er geht rein ins Wasser, Freunde! Jawohl, Baby Sonic, du kannst aufstehen. Aufstehen? Ach Leute, Baby Sonic ist nur müde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz nach oben und checken dann die Treppe aus. So, wo war das nochmal ganz kurz? Hier war auf jeden Fall unsere Tür, Leute. Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder oben. Ja, ob wir jetzt den Schnurrbart für Eggman holen sollen? Ja, ist natürlich... Oh, warte mal. Hier ist auch noch eine Tür, Leute. Was? Hä, Leute, ist auch noch eine Tür? Wo kommt die denn jetzt gerade her? Warte mal, ist die schon... Ist die schon offen? Oh, nee, die ist abgeschlossen. Okay, warte mal. Ich dachte gerade, wir müssen diese Wasserrutschen beide schaffen, um rauszukommen wieder, Leute. Aber anscheinend müssen wir einen Schlüssel finden für die Tür da hinten. Und ich glaube, der verbirgt sich oben bei Siren Head Sonic. Dann lass mal ganz kurz hier nach oben gehen, Freunde. Und gucken, was sich da verbirgt. Weil ist da noch so eine ultimative geheime Wasserrutsche. Kann ja natürlich sein, Leute. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz hier vorsichtig. Oh mein Gott. Oh, ist nicht so einfach, muss ich sagen, jetzt hier hoch zu klettern. So, ein Stein. Oh, jetzt haben wir den Flow, Leute. Jetzt haben wir den absoluten Steinflow. Okay, Siren Head Sonic, hi. Okay, dann zeig mal, was du denn da hast, Leute. Wir sollen anscheinend Siren Head Sonic mal folgen. Und hier soll dann anscheinend irgendwas sein. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt hier in eine Falle gelockt werden. Deswegen, ich halte ein bisschen meine Augen auf, Leute. Okay, hier sieht es auf jeden Fall echt wild aus. So, geh mal weiter jetzt hier, Siren Head Sonic. Wo wartest du? Ich bin schon direkt hinter dir. Keine Sorge, ne? Wenn... Oh, wow, Leute. Yo. Yo, hier ist da richtig viel Gold. Was? Wie viel Gold ist das denn, Leute? Und noch mehr Gold. Jetzt natürlich nur die Frage, wie wir den Schlüssel bekommen. Siren Head Sonic, hast du vielleicht einen Schlüssel für mich? Oh, Leute, was? Wie cool. Wir haben echt den Schlüssel bekommen, ne? Okay, dann schnell jetzt hier raus und ich würde am liebsten eigentlich nochmal runterrutschen, Leute, muss ich sagen. Okay, jetzt hier ganz vorsichtig runtergehen. Jetzt hier schön die ganzen Steine und dann hier hochklettern. Und jetzt können wir, glaube ich, aus der Tür rausgehen, Freunde. Wow, und das Ding ist, von da sind wir gekommen. Und jetzt frage ich mich, wo wir da rauskommen, Leute. So, und ich muss einmal hier rüberspringen. Und dann gehen wir jetzt hier durch die Tür. Und zwar auf 3, Leute. Und da müsst ihr abonnieren. 1, 2, 3. Wow, was? Wo bin ich denn jetzt, Leute? Hä? Warte mal. War das hier irgendwie so eine Aktion? Oh mein Gott, das war so eine Aktion von... Oh, schnell die Bananenpistole wegpacken. Von dem Militär. Ich bin einfach in der Militärbasis. Okay, ich würde sagen, wir finden auf jeden Fall in den nächsten Folgen heraus, warum das Militär eine geheime Wasserrutsche unter mein Haus gebaut hat. Ah, was ein schöner Tag heute in Los Santos, Leute. Wir können vielleicht heute endlich mal einen Tag mit Baby Sonic verbringen. Leute, warum ist da eine Tür in meiner Garage? Die war vorher noch nicht. Ich wollte eigentlich gerade meinen Sportwagen nehmen, aber... Der wurde anscheinend geklaut, Leute. Hier sind so noch Bremsspuren. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier in die Tür rein und guck mal, was sich dahinter verbirgt. So, einmal durchgehen. Wow, 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 wow. Wo bin ich denn jetzt hier rausgekommen, Leute? Hier ist quasi die Tür. Hä?
Warte mal. Warum sind da so viele Menschen? Wo kommen die ganzen Menschen her? Du willst mir jetzt nicht weismachen, dass ich hier wirklich eine geheime Achterbahn in meiner Garage habe? Und warum sehen die ganzen Menschen so komisch aus, Leute? Hä, was geht hier ab, Alter? Wisst ihr was? Das ist mir zu gruselig, Leute. Ich will hier wieder zurück und, nein. Ich kann nicht mehr raus. Das heißt, wir müssen jetzt hier anscheinend sogar diese Achterbahn fahren. Ich würde einfach mal sagen, dann steigen wir jetzt hier mal ein, Leute. Wow, ey, das ist ja richtig cool. Und jetzt können wir ja anscheinend mit der Achterbahn, wow, einfach losfahren. Oh mein Gott. Jo. Stopp. Stopp, ey, das ist, ey, wir werden zu schnell. Wow. Oh nein. Oh Gott. Oh, mein Auto, beziehungsweise mein Rollercoaster-Auto. Bremsen. Und jetzt aber geschafft, Leute. Ei. Hä, Tails, was machst du denn hier? Tails ist da, weil wir uns wieder für einen Weg entscheiden müssen. Oh, was wird er jetzt sagen, Leute? Ich würde auf jeden Fall den rechten nehmen. Du kannst mir diesmal wirklich vertrauen. Glaubt mir. Ah, Leute, was glaubt ihr? Würdet ihr jetzt rechts oder links nehmen? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich glaube, ich nehme jetzt auf jeden Fall mal den linken Weg, Leute. Lasst auf jeden Fall mal gerne ein Like da, wenn ihr es auch gemacht hättet. Und lasst uns mal heute probieren, die 5000 Likes zu schaffen. Denn ich möchte unbedingt hier aus dieser Achterbahn entkommen. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Wir fahren jetzt links. Obwohl Tails gesagt hat, rechts. Ich glaube, rechts wäre nicht richtig gewesen, Leute. Oh mein Gott. Yo! Wow! Ey, sag mal! Oh, das ist ja übertrieben schwer. Man muss hier einfach nur mit Vorsicht fahren, Leute, und nicht zu schnell werden. Haha! Ey, das ist so cool! Wir sind einfach... Ey, was ist das hier für eine krasse geheime Achterbahn eigentlich in meiner Garage, Leute? Was geht hier eigentlich ab? Und ich frage mich, was ist am Ende? Oh, jetzt hier ganz vorsichtig, Leute. Das müssen wir echt... Oh, okay. Wir kommen hier auf jeden Fall echt ganz gut voran, muss ich sagen. Was geht denn hier ab? Leute, was ist denn hier los? Hallo? Was? Ein Hulk Sonic? Okay. Ich kann anscheinend bei euch beiden einen Hotdog holen. Leute, das ist einfach ein Hulk in einem Sonic-Kostüm. Ja, ich werde bald viel öfter in deinen Videos zu sehen sein. Und wenn die Leute jetzt nicht abonnieren, werde ich den Hulk-Smash machen. Oh, Leute, okay. Ihr habt auf jeden Fall gehört. Drück auf den Abo-Button, damit wir auf jeden Fall jetzt hier nicht zerquetscht werden. Ich hole mal ganz kurz zu meiner Zeit, hier Kollege, ich hole mal ganz kurz einen Hotdog. So, 5 Dollar weniger, Hotdog ist gekauft, okay. Vielleicht können wir den später noch benutzen und ich würde sagen, wir fahren mal ganz kurz mit unserem coolen Auto hier weiter. So, rein hier und dann, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und vielleicht werden wir jetzt ja noch mehr von Hulk in den nächsten Videos sehen. Vielleicht können wir ja auch mit dem einen 1-Euro-Laden machen. Vielleicht können wir auch Hulk upgraden von 1 Euro. So wie mit Sonic und Huggy Wuggy, Leute. Okay, ich würde das mal sagen. Wir fahren jetzt hier ganz kurz mit dem Kart weiter runter. Wow! Oh mein Gott, Leute! Wie tief geht denn das da noch? Wow! Yo! Hä? Wo sind wir denn jetzt, bitteschön? Ich hoffe, das ist richtig. Ey, was ist denn hier vorne? Sieht richtig cool aus, Leute. Nein! Du willst mir doch jetzt nicht sagen, nein! Hey, das war eine Falle! Sag mal, wie frech ist denn bitte schon Tails? Das kann doch nicht angehen, Leute. Was, Eggman? Das ist dafür, dass du nicht mein Bart gesucht hast. Denn ich habe ihn erst in den letzten Videos von dir verloren. Aber ich könnte dich schon rauslassen, wenn ich will. Dann worauf wartest du? Dann lass mich doch mal bitte hier raus. Was muss ich machen? Du musst 10.000 Euro zahlen. Dann werde ich die hintere Tür wieder aufmachen. Aber ich habe, glaube ich, nicht so viel Geld, Leute. Ich glaube, ich habe... Ich hab nicht so viel, oder Franklin? Hast du so viel? Mann, Leute, was mache ich denn jetzt? Hey, ich hab gehört, du brauchst 10.000 Euro. Ich hätte das Geld für dich. Und ich könnte auf jeden Fall dich dann hier rausholen. Ich kann es dir leihen. Dann musst du nicht Eggman da so viel Geld schulden. Ja, okay, Leute, das wäre mega, mega cool. Der kann jetzt einfach 10.000 Euro leihen. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall. Wow, jetzt haben wir 10.000 Euro bekommen. Okay, Sonic, Achtung, einmal ganz kurz aus dem Weg. Na gut, 10.000, okay, du bist frei. Ich mache dir das Tor auf. Okay, sehr gut. Boah, Sonic, wirklich. Vielen, vielen Dank. Du hast mich echt gerettet. Du hast echt was gut bei mir. Ach, kein Problem. Ich habe nur eine Bitte. Und zwar musst du Baby Sonic finden. Der hat die Tür schon vor dir entdeckt in deiner Garage und er hat sich hier irgendwo versteckt. Geh und finde ihn und bring ihn wieder zurück. Alles klar, Sonic. Das mache ich. Hau rein, Eggman. Leute, jetzt können wir auf jeden Fall hier wieder auf gutem Track, glaube ich, gehen. Ich muss hier... Oh Gott. Du musst gleich kurz hier hochfahren. Und ich bin wieder... Oh, Leute, wieder oben. Das hat so lange gedauert. Ja,
Dankeschön, Tails, ne? Dass du mich nach links geschickt hast. Hau rein, Tails, ne? Geh mal nach unten. Okay, Leute, das heißt, wir fahren jetzt auf jeden Fall mal den rechten Weg lang, weil ich glaube, das ist der richtige Weg jetzt hier, um rauszukommen. Und er hat gesagt, wir müssen anscheinend noch Baby Sonic finden. Der soll hier irgendwo... Oh Gott, Mano, das kann... Oh Gott, wie tief geht denn das da noch? So, ich bin hier wieder auf Track. Ey, wir müssen hier echt langsam runterfahren, Leute. So, also wie gesagt, irgendwo muss hier Baby Sonic sein. Und den müsst ihr quasi... Oh, ich liebe dir. Oh mein Gott, ich bin viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell. Oh Gott. Ey, das kann doch nicht sein, Leute. Wie tief geht denn das da noch? So, jetzt aber hier ein bisschen langsamer. Okay, jetzt auf jeden Fall schon mal ordentlich besser, Leute. Oh, stopp. Oh, ey, das dauert mal. Okay, hier müssen wir jetzt auf jeden Fall vorsichtig sein. Und, oh mein Gott. Hä, was macht Vector denn jetzt da, Leute? Hä? Vector, was geht ab, mein Bester? Okay, das hört sich natürlich schlecht an. Da warst du vielleicht noch ein bisschen einen genaueren Ort, wo Baby Sonic sein könnte. Ich muss ihn zurückbringen. Leute, ihr habt Vector gehört. Lasst uns auf jeden Fall mal ein Like da, damit ihr uns auf jeden Fall sagen kann, wo Baby Sonic ist. Okay, Vector, ich glaube, jetzt hat gerade jeder ein Like da gelassen. Du kannst uns auf jeden Fall jetzt verraten, wo Baby Sonic ist. Okay, na gut, das hätte ich mir aber auch irgendwie denken. Na gut, also bevor ich jetzt natürlich hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen absuche, wissen wir jetzt auf jeden Fall schon mal Bescheid, dass Baby Sonic am Ende von der Achterbahn irgendwo ist. Ich bin nur gespannt, warte mal. Ne, das ist Sonic. Leute, das ist Sonic da unten. Das ist auf jeden Fall nicht Baby Sonic. Oh Gott. Jetzt hier ganz vorsichtig, Leute. Ey, was geht hier ab? Hier ist doch voll viel Feuer und sowas, ne? Lol. Ey, das ist ja richtig crazy hier, Leute. Okay, jetzt hier ganz, ganz vorsichtig. Leute, wir fahren hier weiter. Die crazy Achterbahn. Das Nervigste ist halt wirklich, wenn wir einmal runterfallen, Leute, müssen wir quasi gefühlt wieder 3000 Meter zurückfahren und dann wieder hoch. Oh mein Gott. Okay. Sonic, du musst da aus dem Weg. Ich habe sonst keine andere Wahl, als dich umzufahren, ne? Nee, so läuft das Spiel nicht. Tut mir leid, Kollege. Yo! Oh mein Gott. Sonic? Wow, er fällt ganz nach unten. Da geht's richtig tief nach runter, Leute. Okay, dann, oh, bremsen. Siren Head, Sonic? Warte mal, bist du nicht immer da, wenn's Geld gibt? Hey, na gut, okay, ist ja mega korrekt von dir. Leute, dann sammeln wir jetzt erstmal ganz kurz. Yo, okay, zack, Geld ein. Wow, noch mehr Geld ein. Und hier ist ja richtig ultimativ, Leute. Mega viel Geld, wow. Jetzt haben wir einfach 700.000 Dollar, Leute. Was? Ist ja richtig crazy. Ich glaube, das brauchen wir auf jeden Fall, um jetzt hier vielleicht gleich was freizukaufen. Oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wofür wir jetzt Geld brauchen. Mal gucken, Leute. Oh, Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt hier auf einem echt sehr, sehr guten Weg. Und oh mein Gott, hier sind einfach Minen unter uns. Hoppa. Kurz rübergefahren, Leute. Mann, ich will hier raus. Hilfe, Hilfe. Kann mich hier nicht jemand rauslassen? Das ist echt richtig langweilig hier. Hallo, hört mich denn niemand? Habt ihr das gehört, Leute? Ich glaube, Baby Sonic muss ja anscheinend irgendwo in der Nähe sein. Oh, da unten liegt sogar gerade noch Sonic. Rest in Peace auf jeden Fall Sonic in die Kommentare. Oh, Leute. Wow, was? Yo, oh mein Gott, hier ist einfach Baby Sonic, Leute, was? Wir können jetzt theoretisch einfach mitnehmen, wie cool ist das denn? Oh, Baby Sonic, ich werde dich jetzt retten und einfach mitnehmen, das ist ja mega, mega cool. Dachtest du wirklich, dass du einfach Baby Sonic mitnehmen kannst? Niemals. Also, du musst mir jetzt 500.000 Dollar geben, damit die jetzt hier nach oben gehen können. Also, es ist deine Entscheidung, ob du Baby Sonic mitnehmen möchtest oder nicht. Ja, okay, na gut. Ey, Leute, was? Wir müssen jetzt einfach 500.000 Dollar Eggman geben, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, dann hier auf jeden Fall 500.000 Dollar minus. Jetzt habe ich hier nicht mal irgendwie Geld mitgenommen aus der geheimen Achterbahn. Aber dann komm auf jeden Fall mit, Sonic. Denn wir beide werden jetzt auf jeden Fall hier nämlich rausklettern, Leute. Wieder in die Freiheit gehen. Und dann hoffentlich jetzt hier wieder bei Franklin aus der Garage rausgehen können, glaube ich. Leute, mal gucken. Unsere Hose ist auf jeden Fall voll nass. Müssen wir auf jeden Fall vielleicht mal trocknen. Sonst gehen wir jetzt auf jeden Fall durch in 3, 2, 1. Oh, oh Gott, wir sind wieder raus, Leute, aus der Tür. Oh, Baby Sonic ist auch da, Leute. Okay, ich würde sagen, wir gehen wieder in die Tür.
Oh mein Gott, wir können doch nicht mehr zurückgehen. Was? Ich wollte eigentlich nochmal zurückgehen, Leute, und dann mit quasi das Geld wieder zurückstammen von Eggman. Aber wir haben es nicht geschafft. Aber Baby Sonic, wir haben es geschafft. Wir sind rausgekommen aus der geheimen Achterbahn und auch schon aus der geheimen Wasserrutsche. Falls ihr es nicht gesehen habt, checkt es unbedingt aus, Leute. Checkt auf jeden Fall auch die anderen Videos aus, wenn ihr von sowas mehr sehen möchtet. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.